Die GridX 2 Pro von Polar ist das erste GridX-Modell, das Offline-Navigation bietet. Für meine anderen Videos zur Uhr schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Du kannst Offline-Karten über den Polarflow Webservice herunterladen und sie dann mit Hilfe eines Computers auf deine Uhr übertragen. Der Webservice bietet sowohl detaillierte Karten von spezifischen Ländern und Regionen als auch Basiskarten von ganzen Kontinenten. Basiskarten von Nordamerika und Europa sind bereits auf deiner Uhr vorinstalliert. Ob Kompass, Trackback oder Komoot-Kompatibilität, alles was du wissen musst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Während des Trainings sind Offline-Karten auf deiner Uhr in einer Vollbild-Karten-Navigations-Trainingsansicht verfügbar. Diese Ansicht ist in der Regel bei den meisten Outdoor-Sportprofilen standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf zu jedem Sportprofil hinzugefügt werden, das GPS nutzt. Nach dem Start deiner Trainingseinheit kannst du durch Verwenden der Auf- und Ab-Taste zur Kartennavigationstrainingsansicht wechseln. Dort kannst du die Karte entweder alleine anzeigen lassen oder zusammen mit anderen Navigationsfunktionen wie Routenführung, Back-to-Start und Trackback nutzen. Der Positionszeiger auf der Uhr zeigt den aktuellen Standort und den Kompasskurs an. Falls keine Informationen zum Kompasskurs verfügbar sind, wird der Standort durch einen blauen Punkt dargestellt. Um den Kompasskurs anzeigen zu können, musst du den Kompass über das Kartennavigationsmenü kalibrieren. Zudem erscheinen die sogenannten Breadcrumb-Positionen als rote Linie, die deinen bisher zurückgelegten Weg markieren. Eine blaue Linie auf der Karte zeigt die Route an, die du für deine Trainingseinheit ausgewählt hast, und Pfeile entlang dieser Route weisen die Richtung. Für die Navigation hilfreich sind auch die vier Himmelsrichtungen, die rund um die Karte angezeigt werden, sowie der Kartenmaßstab, der dir hilft, die Distanzen zwischen verschiedenen Orten zu ermitteln. Schauen wir uns als nächstes mal das Kartennavigationsmenü der Uhr an. Im Kartennavigationsmenü der Uhr kannst du den Schwenken- und Zoom-Modus aktivieren. Hierbei verwendest du die Tasten Auf und Ab, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern, und du kannst durch Wischen die Ansicht schwenken. Nachdem du die gewünschte Zoom-Ebene eingestellt hast, bestätigst du diese mit der OK-Taste und verlässt dann den Modus, wodurch dein Standort automatisch auf der Karte zentriert wird. Verlässt du diesen Modus mit der Zurück-Taste, wird die Kartenansicht auf die vorherige Zoom-Ebene zurückgesetzt. Zusätzlich kannst du jederzeit die Koordinaten deines aktuellen Standorts einsehen. Unter der Option Routen im Menü findest du die Routen, die du als Favoriten im Flow Web Service gespeichert und mit der Polar Flow App auf deine Uhr synchronisiert hast, einschließlich Routen von Komoot. Du hast die Möglichkeit, eine Route auszuwählen und den Startpunkt dieser Route festzulegen, sei es der Routenstartpunkt in ursprünglicher Richtung, ein Punkt auf der Route in ursprünglicher Richtung, der Endpunkt in umgekehrter Richtung oder ein Punkt auf der Route in umgekehrter Richtung. Die Funktion Back to Start, die dich auf kürzestem Weg zurückführt, und Trackback, die dich auf demselben Weg zurückführt, sind ebenfalls verfügbar und können über das Menü aktiviert werden. Für die Kartenausrichtung stehen zwei Optionen zur Verfügung: Norden oben, bei der der Norden stets am oberen Bildschirmrand bleibt, und Strecke oben, welche die Wegrichtung oben auf dem Bildschirm anzeigt und sich automatisch dreht, wenn sich die Richtung ändert. Auch außerhalb des Trainings kannst du auf der Uhr über die Navigationsansicht auf Offline-Karten zugreifen. Dazu wischst du von der Hauptanzeige der Uhr nach links oder rechts, bis du die Navigationsansicht erreichst. Durch Antippen der Anzeige öffnest du dann die Details und kannst von dort aus die Kartennavigationsansicht aufrufen. Um Karten auf die Uhr zu übertragen, benötigst du zunächst eine Verbindung zwischen deiner Uhr und deinem Flow-Konto. Besuche den Polarflow Webservice und navigiere zur Karten-Download-Seite, indem du auf deinen Namen oder dein Profilbild klickst und Karten herunterladen wählst. Wähle die gewünschte Karte aus, überprüfe ihre Größe und das Aktualisierungsdatum und klicke dann auf die Download-Schaltfläche. Verbinde deine Uhr mit einem USB-Kabel mit deinem Computer, achte darauf, dass das Kabel richtig einrastet, und ziehe die heruntergeladene Datei aus dem Download-Ordner in den Speicherordner deiner Uhr. Sobald die Datei übertragen ist, kannst du sie während des Trainings über die Kartennavigationsansicht auf deiner Uhr nutzen. Die Uhr bringt insgesamt einen internen Speicher von 32 GB mit. Achtet darauf, dass ihr diesen Speicherplatz mit den Karten nicht überschreitet. Die Kartennavigationstrainingsansicht ist standardmäßig bei den meisten Outdoor-Sportprofilen aktiviert,
kann aber auch zu jedem GPS-fähigen Sportprofil hinzugefügt werden. Um diese Ansicht hinzuzufügen, kannst du den Flow Web Service oder die mobile Polar Flow App verwenden. Im Flow Web Service gehst du wie folgt vor. Klicke oben rechts auf deinen Namen oder dein Profilfoto, wähle dann Sportprofile und klicke dann auf Bearbeiten bei deinem Sportprofil, das du anpassen möchtest. Wähle Gerätebezogen, navigiere zu GridX2 Pro, Trainingsansichten, Neu hinzufügen, Vollbild, Kartennavigation und speichere die Änderung. In der mobilen Polar Flow App startest du im Hauptmenü und gehst zu Sportprofile. Wähle ein Sportprofil aus und tippe auf Bearbeiten. Achte darauf, dass das richtige Gerät, hier die GridX2 Pro, ausgewählt ist. Du kannst das Gerät durch Wischen ändern, falls mehrere Geräte verfügbar sind. Scrolle dann zu Trainingsansichten, wähle Kartennavigation unter Zusätzliche Ansichten und bestätige mit Fertig, um deine Einstellung zu speichern. Kommen wir nun zur Routenführung der Uhr. Die Routenführungsfunktion der Uhr bietet die Möglichkeit, entlang von vorher aufgezeichneten Routen oder Routen zu navigieren, die von Diensten wie Komoot oder Strava importiert wurden. Du kannst auch GPX- oder TCX-Dateien direkt in den Flow Web Service importieren. Bei der Auswahl deiner Route kannst du entscheiden, ob du zum Routenstartpunkt, zum Endpunkt oder zum nächstgelegenen Punkt auf der Route navigieren möchtest. Zunächst leitet dich die Uhr zum gewählten Startpunkt und während der gesamten Route sorgt sie dafür, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Auf dem Display werden dir Anweisungen angezeigt und die verbleibende Distanz bis zum Endpunkt der Route. Sobald du eine Route ausgewählt hast, siehst du eine Übersicht und das Höhenprofil der Route. Dies hilft dir, die Route zu erkennen und dich auf das vorzubereiten, was während deiner Trainingseinheit kommt. Wenn du eine geplante Route startest, zeigt dir die Uhr den Gesamtauf- und Abstieg an. Diese Werte aktualisieren sich während deiner Wanderung, sodass du stets den verbleibenden Gesamtauf- und Abstieg sehen kannst. Auch der aktuelle Steigungs- bzw. Gefällegrad wird angezeigt, sodass du jederzeit weißt, wo du bist und wie weit du noch gehen musst. Um den Kompass für deine Trainingseinheiten zu nutzen, musst du ihn zuerst in den entsprechenden Sportprofilen in der Polar Flow App oder über den Flow Web Service hinzufügen. Beginne mit der Polar Flow App, indem du das Hauptmenü öffnest und zu den Sportprofilen navigierst. Wähle dann das gewünschte Profil aus und tippe auf Bearbeiten. Scrolle zu den Trainingsansichten, wähle Kompass unter den zusätzlichen Ansichten und speichere deine Änderung, indem du auf Fertig tippst. Vergiss nicht, die Einstellung mit deiner Uhr zu synchronisieren. Insgesamt lässt sich sagen, dass Polar in Sachen Navigation mit der Implementierung der Offline-Karten einen großen Schritt nach vorne macht. Die Karten können sehr flüssig mithilfe des Touchscreens bedient werden und die vorhandenen Tools wie Trackback oder die Komoot-Integration funktionieren problemlos. Wünschenswert ist in meinen Augen zukünftig die Verbesserung der Karten in Hinblick auf noch intelligentere Funktionen. Damit meine ich zum Beispiel die eigenständige Routenberechnung auf der Uhr und somit die Möglichkeit, Ziele direkt über die Uhr anzusteuern. Bisher ist man immer auf die Nutzung von Smartphone oder Computer angewiesen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Navigationsfunktion findet. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.